Also ich sage eigentlich nichts zu den einzelnen Berichten. Was meine Reaktion auf die Veröffentlichung war, erstens etwas erschrocken, sauer, weil man bei der Veröffentlichung dieser Dokumente eigentlich viele Leute in Gefahr setzt, weil das die diplomatische Zusammenarbeit, die sehr wichtig ist, gerade zwischen Deutschland und Amerika, gefährdet. Also viele, viele schlechte Konsequenzen aus dieser Veröffentlichung. Deswegen haben wir das auch verurteilt. Also ich habe schon mit vielen Kollegen in der Staatskanzlei gesprochen. Der Ministerpräsident war am Freitag bei Botschafter Murphy, hat ein sehr gutes Gespräch mit ihm geführt. Also da haben wir keine Probleme da. Ob er ein Verbrecher ist, ist eigentlich eine legale Frage. Wir konzentrieren uns etwas auf denjenigen oder diejenigen, die die Dokumente gestohlen haben. Und das ist ganz klar ein illegaler Akt. Es mag sein, dass es ein Amerikaner ist, das wissen wir noch nicht, muss geprüft werden. WikiLeaks ist zumindest verantwortungslos, diesen Haufen Dokumente zu veröffentlichen und dabei so viele Leute in Gefahr zu setzen, beziehungsweise so viele Probleme, so viele Schaden der internationalen Gemeinschaft zuzufügen. Also das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Sowas ist auch nicht technisch möglich. Also so ist es nicht. Wir müssen natürlich alles machen, um zu verhindern, dass diesen Sicherheitsbruch nochmal passiert, dass sowas nochmal passiert. Das ist unsere Aufgabe. Wie gesagt, das Internet existiert. Das ist kein Thema bei uns. Das Problem ist nicht das Internet. Es ist die Entscheidung gewisser Leute, verantwortungslos zu handeln.